Scheiße, jetzt ist ein Auto hergefahren. Ich gehe mal schnell raus. Direkt vor die Tür gefahren, zu der ich rein bin. Willkommen beim Revisit vom alten Kurhaus. Wir gehen hier jetzt durch. Ich habe letztes Mal den ersten Stock ausgelassen. Den mache ich dieses Mal mit und fange da an, wo ich letztes Mal eigentlich nicht weiter wollte, weil alles voller Matratzen war. Aber wenn man genau hinschaut, sind die Matratzen immer noch da. Aus welchem Grund auch immer. Also kämpfe mich mal hier durch. Ich glaube, ich muss erstmal das ganze Zeug hier wegräumen. So, ich bin auf der anderen Seite angekommen. Stehe immer noch auf Matratzen. Verrückt. Und so geht es jetzt in den Abschnitt, den wir noch nicht gesehen hatten. Taschenlampe. Okay. Krass. Das waren wohl Mitarbeiterzimmer oder irgendwas. Alles voller Stühle und noch mehr Matratzen. Autsch. Scheiße, jetzt ist ein Auto hergefahren. Ich gehe mal schnell raus. Direkt vor die Tür gefahren, zu der ich rein bin. Ich geh kurz raus und schau, was los ist. Hi. Alles klar? Ja. Okay, warst du schon mal da drin? Okay. Also tatsächlich. Ich weiß, es ist gerade sehr spannend. Ich wollte auch nicht lange unterbrechen. Ich wollte Danke sagen, dass du mit mir auf Entdeckungsreise bist. Und wenn dir meine Videos gefallen, dann drück doch bitte auf den Like-Button. Das würde mir sehr weiterhelfen. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann drück jetzt auch gleichzeitig noch auf den Abo-Button. Dann verpasst du nichts mehr. Es ist alles kostenlos. Ich freue mich, du unterstützt mich und wir gehen zusammen auf weitere Entdeckungsreisen. Danke. Das Auto war auf der anderen Seite. Der Mann, den ich gerade gesehen habe, der ist mit Kind da. Sah so aus, als ob er auch rein wollte. Aber das macht gar keinen Sinn mit Kind. Und es saß noch ein Mädel vor der Tür oder mehr seitlich und hat
irgendwas mit ihren Schuhen gemacht. Also, ich weiß auch nicht so ganz genau. Ich sneak mal wieder rein. Das war die schrägste Aktion ever. Die Taschen waren geräumt. Und der mit dem Auto, der hat hinterm Haus hat er gewendet und vorm Haus geparkt und ist dann spazieren gegangen. Keine Ahnung, was der vorhatte. So. Ich versuche es jetzt nochmal. Ui. Das Mädel war auch schon drin. Vielleicht hat sie da was mit ihrem Fuß gemacht. Übertreten oder so. So. Wir sind wieder hier. Kurze Pause. Bin jetzt an der Stelle, an der ich vorhin war. Man sieht, dass überall diese Betten liegen. Und irgendwelche Räume sind. Sieht mir aus wie so ein, keine Ahnung, Jacken aufzuhängen, einfach nur. Alles andere ist so vollgemüllt. Aber auch noch ein Original. Oh, mehrere Originalkartons mit Möbeln. Wobei das andere nicht unbedingt nach Möbeln aussieht. Also, nicht mehr verwendbar. Das be noch mehr Matratzen. Das heute ist zum ersten Mal, dass ich Handschuhe nutze. Es ist unglaublich schmutzig. Und egal was man hier anfasst, man landet irgendwie in den Dreck. Der Duft von Sehen der Sehnsucht. Weibliche Spiritualität im Alltag. Kann ich nicht mehr aussprechen. Das ist auch wieder ein Bett. Sitzt dieses junge Mädel. Und hier sind einfach noch mehr Sessel. Unglaublich. Ein guter Raum. Das ist diese Seite von dem Bügel, da möchte ich nicht unbedingt rein. Aber hier steht auch alles voll mit Möbeln.
Ja. Hier kommen wir zu der Wendeltreppe. Also, es hat sich nicht viel verändert seit meinem letzten Besuch. Das muss ich sagen. Wir sind jetzt auf der Höhe von dem, also im Erdgeschoss, auf der Höhe von dem Erdgeschoss. Und dann versuchen wir das nochmal. Sind das Lampen? Lampen? Das war wahrscheinlich mal ein erster Hilfekasten oder so ähnlich. So ein Elektrokasten ist es nicht. Das Bad sieht eigentlich noch für das, dass es wirklich alt ist, gut aus. Toilette auch. Ja. Also, die Zerstörung im ersten Stock, also im Erdgeschoss, ist nicht so hoch, wie ich dachte. Jetzt kommt die Tannenbaumdeko, rote Kugeln, Nasbaumschmuck, Duden, Sprachbuch 4, Englisch für Einsteiger. Riesensauerei. Wieder. Decke. Also die ist zwar abgerissen, runtergerissen, aber oh, da kommt extrem der Schimmel durch. Aber sieht es auch an den Balken, da kommt irgendwo Feuchtigkeit rein. Das dürfte der ältere Part von dem ganzen Haus sein. Oh ja, das war der Haupteingang, genau. Da war wieder eine Autotür. Müsste eigentlich nicht auf der Seite stehen. Hier ist der Haupteingang. Und das Auto steht von mir aus gesehen rechts vom Haupteingang. Das Geräusch kam aber von hier. Ja, vielleicht ist er nicht das einzige Auto, das hier rumfährt. Das heißt, wieder über die Matratzen. Dann gucken wir mal auf die andere Seite. Ganz stark, dieser Last Place-Geruch. Ganz stark. Das ist eine Küche, die auch zugestellt ist.
Hat jemand mit Feuerlöscher gespielt. Ist nie gut. Ah, das könnte so. Boah. Crazy. Erster Stock. Das ist dieser Anbau vom ersten Stock. Der da ab durchgebrochen ist, da läuft irgendwo das Wasser rein. Aber ansonsten. Überall nur die gleichen Möbel. Massig Tische. Wieder so eine Art Karte. Nee, das war bestimmt der Putzraum. Die Feuchtigkeit hat die ganzen Tapeten von der Decke gelöst. Wow. Die habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Die Toilettenkabinen. Ich weiß nicht, ob man die braucht. Ach ja. Die kommen ja sehr eng vor, aber sind auch schon älter. Sehr schade. Ob nur die Kamera nachjustiert hat. Jedes oder sehr, sehr viele Fenster wurden eingeschmissen. So entweder, ja, von außen nach innen. Hier vorne liegen Scheibenteile. Ah, das ist die andere Seite von dem großen Raum, wo es da drüben so durchgekommen ist. Und hier geht's weiter in einen noch größeren Raum. Hier sehr runtergekommen, das ganze Ding. Was hier passiert mit den Schränken? So kleine Räume mit zwei Eingängen, aber auch da vorne sieht man wieder ganz krass, wie der Schimmel reinkommt. Wow, das ist ein richtig großer Raum. Aber auch wieder nur alles abgestellt. Von den Sesseln wieder angefangen. Vielleicht hatten sie eigene Sessel für jeden Bereich farblich abgestimmt. Das ist möglich. Und wie soll es anders sein? Ein Raum voller Matratzen. Klar, logisch. Ja, da brauchen wir nicht viel zu sagen. Ich weiß nicht, was hier passiert ist, aber alles voller Stoff und ein paar Sessel. Ah, hier gibt es so eine Art Bühne. Ja. Etwas angehöht. So 10, 15 cm. Okay, das war's von hier. Aus dem Erdgeschoss. Das hatte ich das letzte Mal komplett ausgelassen. Weil das war mir zu doof mit den Matratzen. Und heute habe ich es gewagt. Ich gehe mal hoch in den zweiten. Das sind Füße für den Sessel oder für den Sofa. Küche wieder.
relativ groß, das Ganze. Der zweite Stock war letztes, aber doch der erste Stock war letztes Mal schon zugänglicher. Auch hier wieder die Schimmelflecken. Also tatsächlich hat sich nicht groß was verändert. Ich dachte wirklich, da passiert mehr. Ist jetzt fast ein Jahr her. Ja, 10 Monate oder so. Aber ich dachte, es passiert mehr in der Zeit. Sind mehr Fenster offen auf jeden Fall. Die Küche konnte mal. Das Fenster ist direkt zur Straße oder zu einem Weg. Laufen viele Wanderer. Restmüll und Altpapier hängen da noch. Ja. Die Küche ist ein bisschen zugänglicher. Hier gibt es. Das ist eine Tür, die zu ist. Hier ist es viel heißer. Ich höre da vorne was. Könnte das natürlich ein Auto gewesen sein oder die Wärme, die Geräusche machen. Keine Ahnung. Aber ja, es sind alle Fenster offen oder sehr viele Fenster offen. Und auch hier extrem Schimmel. Feuchtigkeit zieht hier durch. Das ist ein Bad. Was ist das, wenn wir mal ein Metz, ein altes Metz verabredieren? Ich glaube, den Fernseher habe ich irgendwo weiter unten gesehen. Ich wusste es doch. Also, es ist ein zweites Auto. Das nervt mich gerade sehr. Ich glaube, wir sind auch ganz schön durchgegangen jetzt in den zweiten Stock. Die anderen Stockwerke aber nicht. Die habe ich das letzte Mal gemacht. Also bis fast auf den Dachboden. Und ich würde sagen, ich verlinke euch das Video vom anderen und mache jetzt
meinen Abgang hier raus. Ja, wenn man so Lärm macht. Und dadurch die Fenster lugt, dann sieht man das andere Auto unten. Mach doch noch den zweiten Stock. Aber hier tropft. Weiter hoch geht's nicht. Wie krass. Ein falscher Schritt da oben. Ah, das ist auch hier so. Genau, das war das letzte Mal auch. Da weiter vorne muss es auch stärker reinregnen. Weil da war ja gerade dieses Zimmer, wo es so stark durchgedrückt hat. Okay. Da hat jemand seine Riesen spielt. Genau. Oh. 2004 Kalender, den hatten wir das letzte Mal schon. Ne, hier gehe ich nicht weiter. Der Boden ist ganz seltsam. Der sieht gut aus, aber. Aber ich denke, der war letztes Mal schon so seltsam. Das ist auch, wie man an den Decken und an den Türen sieht, der alte Part von dem Gebäude. Und das ist alles auf Holz aufgebaut. Ja, dieses Mal sind die Waschbecken so ein bisschen zerstört. Ja, das heißt, oh, und falls noch jemand vorbeikommt, könnt ihr wieder so machen, ja? Das heißt, ich bin raus. Hier ungefähr bin ich letztes Mal gestanden und wollte auch reingehen und hier war so gut wie nichts. Und jetzt ist alles komplett zugewachsen, bis auf den Mini-Eingang. So cool.